Wir verlassen jetzt diesen wunderschönen Ort und ja, hoffen, zu einem weiteren wunderschönen Ort zu gelangen. Cabo Delgata, ja, das ist ein wunderschöner Ort hier an der Küste, so ein Naturschutzgebiet. Und ich gehe jetzt mal vorne in die Pfarrerkanzel, hier durch diese Geheimtür. Durch die Zaubertür. Die Zaubertür. Und das ist ja geil, dass man da durchgehen kann. Weil wenn mal was ist, ja, kann man einfach hier reingehen und kann losfahren und muss nicht nach draußen gehen. Also voll in meiner Gefahr da sein. Finden wir den Durchgang sehr, sehr wichtig. Ist auch schön bei Regen. Bei Regen, schön bei Schnee, bei Kälte ist auch schön. Also dann lasse ich jetzt mal an und fahre mal los. Ne? Du wolltest mir noch das Funkgerät geben. Ja. Das ist immer eine praktische Sache, wenn ich mich etwas vom Fahrzeug entferne. Dann können wir somit in Verbindung bleiben. Genau. Also. Wir hatten einen wunderschönen Aufenthalt hier. Und jetzt geht es neuen Zielen entgegen und neuen schönen Erlebnissen. Nach 200 Metern biegen Sie links ab. War sehr angenehm mit den Menschen hier. Alles sehr gechillt. Eine schöne Zeit. Und es war ja auch nicht so viel los an diesem Platz. Wir sind jetzt in Rodalquilla, das ist so eine Ruinenstadt. Da gibt es eine Goldmine da oben, ich glaube zurückzuführen auf das 16. Jahrhundert. Und die ist stillgelegt und deswegen sind die Arbeiterviertel, die Arbeiterhäuser alle jetzt leer. Aber es gibt natürlich auch Tourismus hier, im Sommer muss es total voll sein. Und jetzt halt versuchen wir einen Weg zu finden, also irgendwie was zu finden, wo wir halt hin können. Ja. Heute Nacht. Aber uns wurde ja auch gesagt, und es ist auch in gewissen Apps bekannt, dass man hier locker stehen bleiben kann. Deswegen waren wir besonders überrascht, als es hieß, wir sollen den Laden hier räumen. Ja, auf jeden Fall. Es ist so gewesen, dass wir gesagt haben, hier kannst du in diesem Ort, also überall stehen. Wahrscheinlich auch nicht im Sommer. Aber jetzt, im Winter, sollte da nicht sein. Da ist man auf jeden Fall geduldet. Aber wieso kommt unverhofft, kommt oft. Und jetzt suchen wir hier, suche ich gerade mal, was jetzt so geht. Ich denke, wir fahren jetzt einfach mal drauf zu und finden sicherlich einen schönen Platz. Ja, das machen wir. Also. Bleibt dran. Bleibt dran, ja. Schauen wir mal, wo wir da bei Tageslicht heute noch hinkommen. So, Tageslicht. Ich denke, bei Tageslicht kommen wir nirgends mehr irgendwo hin. Es wird dunkel. Jetzt müssen wir schauen, dass wir über die kleinen Sträßchen und so, wegen dem bisschen Offroad, schauen, dass wir da einen geilen Platz finden. Wie gesagt, das ist uns jetzt wirklich noch nicht passiert, aber immer wieder mal. Das ist halt das zum ersten Mal. Wir sind von der anderen Seite gekommen, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir da durchkommen. Die Youngsters haben sie wahrscheinlich auch weggeschickt mit ihren kleinen Campervans. Youngsters ist gut, die waren auch so 30, 35. Ist doch schrecklich jung. Oh, fahr ich jetzt hin? Ja, das meine ich damit, du musst zurückstoßen, Dennis. Weil. Da geht's nirgends ja, rein. Genau, das wäre hier rechts gegangen. Stopp! Oder geht es zur Straße? Oder? Nee, stopp! Okay. Das war die andere Straße, die wir reingekommen sind. Da bin ich auch vorhin gelaufen, da geht's auch. So, jetzt bist du zurückgefahren und
Genau über die Route kamen wir rein. Und da können wir jetzt gleich gucken, ob die mit ihren Vans auch schon weg sind. Hast dich ja gerade noch mit denen unterhalten. Ja, ja, die waren schon seit einem halben Jahr unterwegs. Oder sind das seit einem halben Jahr unterwegs? Die sind auch nur da am Packen. Sind Belgier. Mhm. Und Franzosen und die... Kommst du da durch? Ja. Ja. Jetzt frage ich dich mal, ob die bleiben. Haben vielleicht auch noch zu Abend gegessen. Hey! You guys! He was by you as well? This guy? Ah, not? The police was by us. Police? Yeah. He was sending us away. Just there. They didn't see you. No, they saw us because they looked at us. I saw the forest agents. Yeah? Yeah, yeah. He saw you. Yeah, because I was looking straight at them. And we were just sitting all on the ground here. Oh, okay. If you knocked on the door and said, hey, can you say so lucky? Yeah, so you're going elsewhere? Yeah. Yeah, I don't know where to go, but I'm just going somewhere. Yeah. You know? Look, I think he's not. He has no night shift. I think. I hope yeah, he's I not. No, because they drove past here and they slowed down. So they definitely saw us, but yeah, they didn't come back. So lucky. Lucky you. Okay. Anymore. Okay. Enjoy and stay so happy and healthy. Mine place, if you want. Which place? Where we slept last night. It's a bit windy, but yeah. Windy. I don't care. Up in the mountains, just above the mine. It's like a 5-minute drive from here. Yeah. But how I find it? Morgen schaut das alles schon wieder anders aus als gestern Abend, wie wir aufgefahren sind bei stockdunkler Nacht. Dann haben wir einen schönen Stellplatz gefunden. Wir haben uns spontan entschieden, noch ein bisschen weiter in die Berge zu fahren und sind jetzt gerade zu dritt unterwegs. Wie schnell sich so eine Gruppe ergibt, jetzt sind wir schnell im Konvoi. Wir haben jetzt Stefan und Klaus kennengelernt. Klaus aus München, Stefan aus Lauf, also da, wo wir herkommen. Die kamen da heute früh rauf zu unserem Stellplatz hier an der Goldmine. Und dann haben wir die Straße darauf und es sind zwei ganz nette Männer. Die haben die Straße darauf gesehen in den Bergen und haben gesagt, hey, da fahren wir jetzt mal rauf. Und da haben die Tanja und ich gesagt, oh, da fahren wir mit, vielleicht gleich im Konvoi, ist ein bisschen sicherer unter anderem. Und ja, und jetzt sind wir hier Offroad unterwegs und es ist, ja, es ist geil, das Abenteuerherz, zumindest von mir, schlägt etwas höher. Ja. Jetzt sind wir hier mit dem Stefan und dem Klaus, die wir gerade kennengelernt haben. Der Klaus aus München und der Stefan aus Lauf. Haben wir schon ein paar Mal gehört, oder? Ah, na gut, also jetzt zur Wiederholung, es ist halt die Nervosität beim Filmen. Jetzt gehen wir haben gerade so eine Höhle entdeckt.
auf dem Weg da. Der Stefan hat gleich die Bremsen eingehauen. Der hat gleich losgestürmt, aber da darfst du doch auch vorausgehen. Ja, genau, okay. Stefan. Weil genau. Wenn da der Tiger drin ist, beißt er dich als erstes. Okay, okay, also, we follow. Und da wurde ja Gold gesucht, ne? Hier drin. Da haben die Stollen eingegraben, um Gold zu suchen. Klaus, weißt du da Bescheid, oder? Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe natürlich, dass wir viel finden heute. Ja, genau, wir werden jetzt reich. Wir finden jetzt Nuggets. Die Tanne hat einmal einen ganz fetten Nugget gefunden in Australien. Ehrlich? Ja, in Australien. Und dann? Ein 7.000-Dollar-Nugget. Hey! Ein Megateil. Ja, den haben wir noch. Ja, ja, aber wieso habt ihr jemals wieder aufgehört, Gold zu suchen? Ja, weil das haben wir der einzige Fund. Nie mehr eingefunden, ja. Einmal was gefunden. Und war der auf der Weide liegen oder habt ihr einen Schurm? Nein, wir haben Protektor gehabt. Ah, okay. Was Metalldetektor. Was ist von der Ausnahme her? Drauf ist der Ton, Dennis? Der ist drauf, der Ton. Und ja, dann waren wir mit Goldgräbern unterwegs in Australien und haben da eben gesucht. Und dann hat die Tanja das Riesenteil gefunden. So einen großen haben die noch nie gefunden gehabt. Geil. Du musst hier aufteilen. Okay, wow. Ja, voll. Wird schon spannend sein. Da darfst du jetzt einfach da. Ist einfach offen, ne? Irre. Naja, zwei gewagte Schritte und wann ist drin? Irre. Okay. Brauchst du denn Zeichen zu Meinst du, es wird das vom Licht? Nee, ich habe ein Zeichen. Das ist ja geil hier, ist ja scheiße. Ist man da so wahnsinnig also gedacht? Ich glaube nicht, dass die Menschen hier erleichtert werden. Definitiv nicht. Da müssen wir echt aufpassen, dass da nichts runterfällt, ne, von da oben. Und keine Helme auf und so. Oh, schau her, du, pass mal auf. Wahnsinn. Ja, also ungefährlich ist das hier nicht. Nö. Wenn da was runterfällt. Das ist eigentlich nie in den Stollen. Ah. Da schaut es aber goldig aus da hinten. Ja, voll. Ja. Wo ist der Metalldetektor jetzt? Wenn man mal braucht. Ist haben wir. Aber ich denke mal, dass die jetzt im Nachhinein noch gegraben haben hier. Ich weiß es nicht. An der Infotafel war gestanden, was hast du gesagt? 1882 bis 1943. Ach, 1883 haben die jetzt angefangen? Ja. Echt? Also, mal raus. Da ist Gold. Ja, wahrscheinlich mussten sie dann aufgeben, weil nicht genug da war. Ach, schade, da geht's nach draußen. Ah ja, stimmt. Da oben. Lass mal schauen. Ein Blick in die Freiheit. Da ist ja alles durchlöchert hier. Geil. Das riecht nach Schwefel, ne? Das Schwefel hier überall. Ja. Aber ich finde, es wird immer wärmer da drin. Ja, es wird wärmer. Das ist der Weg zum Erdmittelpunkt. Ja. So, jetzt sind wir wieder auf dem Rausweg. Seit einiger Zeit. Aus diesem Schacht, wo sicherlich viele Menschen, oder nee, nicht viele, aber der eine oder andere vielleicht mal sein Leben lassen musste oder verletzt wurde. Die harte Arbeit hier nach jahrelanger Goldsuche. Jetzt kommen wir wieder ins Tageslicht. Nach wochenlangen unter Erde rumkriechen. Aber da muss wahrscheinlich der ganze Berg hier durchhüllt sein irgendwie, ne? Wahrscheinlich das ganze Gebiet hier. Jetzt geh ich mal aus, ja. So,
So schön da. Klaus im Schlepptau. Und dann denke ich, wird auch gleich die Terralauf auftauchen mit dem Dennis. Schon in die Berge gefahren, der kommt uns jetzt entgegen. Sehr freundlich, gibt uns viel Platz, fährt auch gerade. Idik. So, also geile Tour hier in die Bergen, Südspaniens, Andalusien, hier alles voller Schächte. Schätze. Naja, Schätze wissen wir nicht, aber auf jeden Fall ehemalige Schätze und hier Löcher und Minen, wo man eben nach Gold gesucht hat. Genaueres muss ich mal selber recherchieren. Weiß ich gar nicht. So, da sind wir auch so hineingerutscht, weil der Freund sagt, fahr doch mal daher. Und wir machen das ja, wie schon oft erwähnt, in unserem Leben im Flow, also nicht unbedingt vorbereitet. Manchmal bereiten wir schon vor. Aber logischerweise. Nee, es macht schon Sinn, eine Landkarte dabei zu haben. Ja. Das haben wir jetzt. Jetzt haben wir auch eine Landkarte. Ja, die haben wir vom lieben Peter bekommen. Und aber jetzt hat ja, die ganzen Ortschaften, die Teile, die wir jetzt mal abfahren, die haben wir halt vorher nicht recherchiert. Ist natürlich auch spannend. Ja, sind wir dann da und plötzlich bist du so in einer kleinen Offroad-Kurs so für einen Tag oder so, wie jetzt gerade eben. Also ganz geil. Du musst normalerweise einen Haufen Geld dafür bezahlen. Und naja, Scherz beiseite, einfach klasse. So, hier ist so ein Wasserbunker, wie das ausschaut. Die wahrscheinlich dann hier zusammenbekommt oder so. Das ist eine Zisterne, hä? Ja, ist noch drin. Wow. Ja, da ist noch Wasser drin. Sieht man das Spiegeln hier unten? Ja,
zurück auf Asphalt. Das war jetzt eine schöne Tour. Ja, aber geil. Geil, diese Berge. Sie den Straßenverlauf entlang für 3 Kilometer. Ja, wir sind einfach happy mit dem Auto, dass wir da auch ins Gelände fahren können. Mit unserer Kabine hinten drauf, mit dem Bimobil Iveco. Geile Nummer. Und ja, jetzt geht's zur nächsten Location. So eine Art Westernstadt. Das haben wir jetzt gerade gehört, dass es toll sein soll dort. Von eben Stefan und Klaus, die haben uns das empfohlen. Da schauen wir, dass wir heute noch hinkommen und uns die Kulissen mal anschauen. Da wurden einige Western gedreht und muss also recht imposant ausschauen. Und da kann man bestimmt auch irgendwo dann hier unser Auto abstellen für die Nacht. Da sind überall Gewächshäuser, was man da so sieht. Jetzt sind wir von Bergen umringt. Schön. Irgendwo ist da die Landschaft. Das ist Andalusien. Das ist wirklich interessant. Ne? Sehr trocken, ne? Ich glaube, das auch schon mal rechts. Wow. Von Bravo, Texas, Hollywood. Aber hier schaut es schon aus wie in einem Western. Wahnsinn, Landschaft, ja. Ich glaube, dass ich schon Clint Eastwood vorstellen hier. Das war eng, oder? Ja. Eng ist nicht so schlimm, aber die Geschwindigkeit. Ja, eng ist auch schlimm. Ja, wenn man langsam tut. Ich film gerade. Wahnsinns Wüste hier in Spanien und ich muss ehrlich sagen, ich dachte, Norwegen ist das geilste Land aller Zeiten. Ist es auch. Ja, also Neuseeland, Norwegen, so top, Mongolei. Aber hier in Südspanien, da kann man richtig Offroad fahren. Und nicht nur Offroad fahren des Offroad-Fahrens Wollens, sondern auch um irgendwelche Locations zu erreichen. Und das ist hier wirklich toll. Also es macht mir irre Spaß, so ein bisschen Abenteuer. Man muss vorsichtig sein mit seinem Fahrzeug, aber ist ja mit dem Auto jetzt halt auch nicht so richtig bequem. Achtung, genau da jetzt ist so ein Punkt, wo man vorsichtig sein muss. Genau, dass man dann irgendwo irgendwas anschrappt und hier einen riesen Schaden verursacht. Aber da kommen wir jetzt bisher ganz gut durch, muss ich sagen.